Liebe Erlangerinnen und Erlanger, meine sehr geehrten Damen und Herren, heute ein Update zum einen zum Thema Corona, zum anderen aber auch zum Thema Ukraine und dann natürlich besonders zu dem Thema der Menschen, die hier in Erlangen jetzt auch Unterschlupf finden. Einmal zum Thema Corona. Sie merken das jetzt auch, die Fallzahlen gehen wieder nach oben. Wir sind jetzt in einer Phase in der Pandemie, wo es ganz viel auf uns selbst mal wieder ankommt, Eigenverantwortung zu übernehmen. Viele haben das sich ja auch lange gewünscht, selber Verantwortung zu übernehmen. Die müssen wir jetzt aber auch übernehmen und das heißt nicht leichtsinnig werden, weiter vorsichtig sein und weiter schauen, was muss ich wirklich machen, wie muss ich es machen, im Zweifel die Maske aufsetzen, einfach vorsichtig sein. Das ist im Moment, denke ich, der beste Ratschlag, den man in der Pandemie geben kann. Zweites Thema, das uns alle gewaltig bewegt, ist die Lage in der Ukraine, die schrecklichen Bilder, die wir dort sehen und die Aufgabe, die Menschen, die jetzt vom Krieg hierher zu uns fliehen, auch gut unterzubringen. In diesen Tagen geht die erste Notunterkunft in Betrieb. Die Sporthalle am Europakanal haben die Einsatzkräfte jetzt hergerichtet. Die geht jetzt in Betrieb. Dort werden die ersten Menschen jetzt auch den ersten Unterschlupf finden. Meine Bitte an all diejenigen, die helfen wollen, gehen Sie nicht einfach vor Ort und bringen Sie irgendwelche Dinge vorbei. Damit helfen Sie am Ende niemandem. Sondern wenn Sie helfen wollen, informieren Sie sich auf unserer Homepage www.erlangen.de/Ukraine. Da gibt es die Möglichkeit, sich zu melden, wenn man helfen möchte. Und dann kriegen Sie auch eine Rückmeldung, wo Ihre Hilfe am besten ankommen kann. Oder spenden Sie oder wenden Sie sich an die Erlanger Flüchtlingsinitiative. Dort gibt es viele Ehrenamtliche, die auch immer noch mehr Unterstützung brauchen können. In dem Sinne, halten Sie weiter Abstand, halten wir weiter zusammen und bleiben Sie gesund.